Moin und willkommen zu einer Folge von Let's Play The Elder Scrolls mit Skyrim. So, Lydia. Ich bin direkt hinter euch. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Ihr geht vor. Auf Wiedersehen, schlaf gut, wir sind wieder unterwegs. Wir haben jetzt alles von Auriel. Ui, mit dem Nordlichter oder Polarlichter wieder. Oh, Nordlichter oder. Eigentlich beides. Du müsstest eigentlich doch die Diebesrüstung übergeben. Zusätzlich. Dämmerwacht. Wir können Festung Dämmerwacht. Wieso auch immer, fucking der Punkt so irgendwann weg ist. Ah ne, wir spawnen direkt vor der Tür mittlerweile. Da haben wir auch nicht mehr viel zu tun. Außer ein paar Baupläne ranzuholen für Armbrust. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Euch auch. Möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein Freund. Eure auch. Mir gefällt, was ihr. Ihr seid nicht nur zurück, sondern auch noch lebendig. Fantastisch. Diese schlauen Zwerge. Mit einer ähnlichen Technik und etwas Tüftelei sollte ich in der Lage sein, unsere Armbrüste zu verbessern. Ich frage mich oft, wo wir heute stünden, wenn es Dietwemer noch gäbe. Nun ja, wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was wir finden. Hier, ich zeige euch, wie es funktioniert. Wenn eure Schmiedekünste gut genug sind, solltet ihr sie selbst in Gunmars Schmiede herstellen können. So oder so werde ich bald einige zum Verkauf anbieten. Ich habe Hinweise auf den Fundort weiterer Dietwemer Baupläne. Die letzten Pläne haben mir extrem geholfen. Wenn ihr diesen besorgen könntet, führt das bestimmt zu einem außergewöhnlichen Erfolg. Also gut. Sprecht mit Gunmar. Er hat etwas für euch. Guten Tag. Sprecht mit Gunmar. Hat etwas für euch. Also gut. Wo ist Gunmar? Gunmar. Sie war da scheinbar rum. Könnt ihr es euch vorstellen, eine Welt ohne Sonne? Wir wären alle verloren. Menschen wie Vampire. Na Leute, wir können auch in der Festung schlafen. Das ist Irana. Braucht ihr etwas? Ich nee, wusste, kann. dass es eines Tages so. Seid immer wachsam. Vermeidet den Schlaf, wenn ihr könnt. Schlaf ist etwas für Schwache. Ja, braucht etwas? Sprecht mit Gunmar. Er hat etwas für euch. Ja, wo ist denn bitte Gunmar? Meinen Glückwunsch, Freund. Wenn ihr euch in Gefahr begebt, bereitet euch besser gut vor. Nehmt diese hier. Ihr wisst so viel wie ich. Ich habe ein Vampirversteck entdeckt. Normalerweise reicht es, den Vampirmeister zu vernichten, um seine Schergen zu vertreiben. Aber es ist am besten, sie allesamt auszurotten. Okay. Lydia, ich gebe doch mal das ganze Essen hier. Was haben wir denn von dem bekommen gehabt? Ah, der war wacht, Handschuhe und Stiefel. Oh cool, der war auch die Rüstung sogar.
Boah, ich hätte wirklich verbockt den, Wenn ich ehrlich bin, ich würde mal gerne, die Dingspfeile ausprobieren. Die haben wir auch noch nicht komplett, hä? Ich bin direkt hinter euch. Geht ihr voran? Ziemlich gut, würde ich sagen. Ich habe sonst noch etwas. Nein. Gibt es? Nichts. Wo haben wir sie denn? Immer Schande. Okay. Wir sollten unsere Waffe wieder ausrüsten. Unerbitterliche Macht. X. Wo sind da zwei Hände? Let's go. Oh. Was? Oh, ein schwarzer Seelenstein. Was braucht ihr? Wir haben alles an die Bücher, die kennen. Gut, verstanden. Biografie von Ball, Gut, verstanden. Gut, verstanden. Kommen Sie, Lydia. Oh, das ist die,
die Drachen getroffen, Streitax. Was ist die Dämmerwacht? Lydia. Mein Gott, ich nehme die mal mit. Komm, Lydia.
Nein. Ja. Ja, dann raus da. Wozu die Eile? Wozu die Eile, ne? Nächste wäre so safe hinten irgendwo. Da ist das bodenlose Loch. Das irgendwie nicht funktioniert. Ach, da müssen wir hin. Ist das aber eine Überraschung? Ja, komm. Also nicht geplant eigentlich, aber egal. So. Was braucht ihr? Sonst noch etwas? So.
Dann können wir jetzt noch beide Quests abgeben. Weil wir sind immer noch kein Level Up, ey. Vor allem der Witz wird ja immer wieder, wenn ich irgendwelche Videos zu Skyrim ansehe, heißt ja, keine zwei Minuten ohne Drache gefüttert. Also. Was? Hoffentlich verstehe. Oh, gut. Sieh einer an. Ein explodierender Armbrustbolzen. Das wird spaßig. Hier, lasst mich euch zeigen, wie es funktioniert. Ich werde schon bald einige zum Verkauf anbieten. Bereit für mehr? Ich bin. Seid ihr so nett und besorgt mir einen weiteren Satz Dwemer-Diagramme? Ja. Hübscher kleiner Ort, nicht wahr? Sehr gut. Wir können es uns nicht leisten, auszuruhen. Ich habe eine weitere Bestie entdeckt, die... Er hat sich bei einer Gruppe von Nekromanten versteckt. Wir müssen ihn vernichten, bevor er seine Kameraden in eine Schar Vampire verwandelt. Ja. Dann wird nochmal irgendwas in der Nähe. Ruhe, Schrank, irgendwas da haben wir ein Fass. Verstanden. Sonst noch etwas? Ja gut, dann würde ich sagen. Canyon der Morgenröte. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, wenn Sie kommen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren, wenn Sie den Kanal abonnieren, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.